Reichenau, Kloster Reichenau, eine der bedeutendsten Klöster des Mittelalters. Und wir stehen hier vor dem Münster in Mittelzell. Das ist sozusagen das Zentrum des Klosters gewesen. Und hier wirkten die Großen, wie der große Mönch Hermann der Lahme. Hier war die Bücherillustrationsschule, die wunderbar die Bücher illustriert hat. Und hier wurden die großen Sammlungen der Reichenauer Bibliothek der Handschriften gelagert. Und beim Konzil 1414, 1418 im 10 Kilometer entfernten Konstanz waren ja auch einige wirkliche große Intellektuelle aus den Zentren des Humanismus im heutigen Norditalien zugereist, aus Florenz, aus Bologna. Und die wussten, was hier liegt, und sie wussten, dass das Kloster ziemlich auf den Hund gekommen war, dass nur noch zwei Mönche in diesem riesigen Kloster hausten, wo diese teuren alten Handschriften lagerten. Gedruckt wurde ja noch nicht. Man schrieb ab, man schrieb schön ab, und man hatte hier Schriften von Tacitus, man hatte hier Schriften großer und bedeutender Autoren der frühen Zeit. Und das wussten die Intellektuellen, die mit ihren Chefs, mit ihren Fürsten und Patriziern hierher gereist waren. Unter anderem auch der große Poggio Bragiolini aus Florenz. Und er schreibt das auch in ein, zwei seiner Texte über das Konzil und über die Zeit des Konzils, dass er hier in der Reichenau fündig geworden sei. Es gibt Leute, die sagen, er habe auch was mitgenommen. Illegal. Ja, es wurde von einem regelrechten Handschriftenklau geredet. Und dass einige dieser hochmögenden Intellektuellen damit nach der Rückkehr in die Heimat mit den dortigen Bibliotheken, auch der Universitätsbibliothek in Bologna, gute Geschäfte gemacht haben. Sicherung ihrer Arbeit als freischaffende Intellektuelle, Sicherung ihrer Zukunft. Natürlich haben sie es auch aus wissenschaftlichen Motiven mitgenommen. Aber nicht nur.